Für den FC Schalke 04 läuft die bisherige Saison rückwärts und bergab, kann man sagen. Nachdem man letzte Saison zuvor noch die Vizemeisterschaft gewinnen konnte, die Euphorie auf Schalke sehr, sehr groß, weil man auch relativ dick auf dem Transfermarkt eingekauft hat, läuft alles eigentlich schief, was eigentlich schief laufen kann in so einer Saison. Der Trainer mit Tedesco wurde mittlerweile entlassen, man ist 15. in der Bundesliga-Tabelle und kämpft gegen den Abstieg, und in der Champions League gab es noch eine relativ historische 7:0 Klatsche von Guardiola und Manchester City. In der Vergangenheit hat Königsblau aber auch immer sehr, sehr viele eigene Spieler hervorgebracht aus der Jugend oder eben Spieler, die man selber entwickelt hat, die heutzutage doch teilweise noch relativ ordentliche Spieler sind. Manche sind besser und andere wiederum zählen zu den besten Spielern auf ihren Positionen, und ich denke mal, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Wir werden uns im heutigen Video anschauen, was Schalke mit Namen wie Leroy Sané oder Manuel Neuer in der heutigen Welt des Fußballs reißen würde. Für das heutige Video also Schalke ohne Abgänge der Vergangenheit. Wenn man sich so die Liste der Rekordabgänge anguckt, dann sieht man da schon teilweise wirklich sehr, sehr viele gute Spieler heraus. Aber es gibt auch wirklich, muss man sagen, unzählige Namen, die Schalke tatsächlich ablösefrei verlassen haben. Es kommt einem ja schon fast so vor, als würden manche Spieler im letzten Vertragsjahr auf Schalke nochmal so richtig Gas geben, um dann eben den Verein ablösefrei zu verlassen. Da gibt es eben auch Namen wie letztens Leon Goretzka in der Sommertransferphase, die Weltklasse Maximilian Mayer daneben. Darf man natürlich auch nicht vergessen, ein Martip, Kolasinac und so weiter, aber ich will natürlich nicht alle Spieler vorwegnehmen. Es gibt eben auch Spieler, für die unglaubliche Summen geflossen sind, und welche das sind, das werden wir uns jetzt anschauen. Vorab, haut wie immer einen Daumen nach oben auf das heutige Video rein. Würde mich wirklich mega freuen, wenn wir 2000 Likes auf das Ganze packen würden. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr auch sehr, sehr gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, um in der Zukunft nichts weiteres mehr zu verpassen. Und schreibt mir auch gerne Vorschläge für weitere Vereine rein, mit denen wir solche ohne Abgänge Videos machen sollen, in die Kommentare. Like natürlich auch gerne die Kommentare hoch, damit ich sehen kann, auf welche Vereine ihr besonders Bock habt. Und damit würde ich sagen, habe ich jetzt genug herumgeredet und wir kommen zur neuen Schalke 04 Mannschaft. Oder alten, neuen Schalke 04 Mannschaft. Ja, ihr wisst, was ich meine. Das ist so eine Mannschaft, die sich auf jeden Fall sehen lassen kann. Leider Gottes keine komplett neue Schalke 11, die wir hier kreiert haben aus Spielern, die mittlerweile den Verein verlassen haben. Da irgendwie wirklich auf jeder Position bis auf der Stürmerposition wirklich gute Spieler vorhanden waren. Deswegen haben wir hier mit Marc Uth den einzigen derzeitigen Schalke-Spieler in dieser Startelf von unglaublich vielen und teilweise auch richtig starken Spielern, die den Verein eben in den letzten Jahren verlassen haben. Beginnen wir erstmal mit dem Rekordabgang auf dem linken Flügel mit Leroy Sané. Der gute Mann ist damals für 50 Millionen Euro in die Premier League zu Man City gewechselt. Damals eben zu Pep Guardiola. Gab es ja auch unter anderem das Wettbeat mit dem FC Bayern. Am Ende hat sich Sané doch für Guardiola entschieden, war auch der Hauptgrund, wie er meinte. Und mittlerweile, ich denke mal, ne, die Scorer und die Leistungen und sein Rating mittlerweile in FIFA mit einer 86 sprechen da doch schon Bände. Die Entwicklung einfach nur mega krass. Um ehrlich zu sein, hätte ich nicht erwartet, dass er sich so krass entwickeln wird, weil er in der Bundesliga war schon ganz gut, aber jetzt nicht unbedingt auf dem Niveau, wie er heutzutage spielt. Und er ist jetzt auch gerade mal, wie alt ist er? 21? Also das ist schon wirklich, nee, 22. Mega krass, wie der mit 22 Jahren vor allen Dingen bei Manchester City performt. Auf der anderen Seite haben wir Mesut Özil, ein bisschen kann man sagen, das Gegenstück zu Sané, hatte seine Höchstphase schon hinter sich und mittlerweile eben so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, kann man sagen. Derzeit beim FC Arsenal, alles andere als gesetzt, kommt ja gerade wieder so ein bisschen in Fahrt, aber ich denke mal, wie gesagt, seine besten Zeiten hat er hinter sich. Damals für 5 Millionen Euro, gerade einmal zu Werder Bremen gewechselt. Ja, Schalker, was ist mit euch los hier, die Schalker-Fans? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, also... Ich glaube, der war ja wirklich nicht so schlecht bei Schalke, aber wieso geht der dann für gerade mal 5 Millionen Euro zu Werder Bremen? Hat er nachher wirklich eine Mega-Karriere hingelegt. Von Bremen zu Real Madrid, von Real zu Arsenal, die Geschichte kennen wir ja alle. Und mittlerweile auf jeden Fall auch, vielleicht nicht mittlerweile, oder ja, eben noch einer der besten Zehner der Welt. Aber ich würde mal sagen, mit einer 85 immer noch ein sehr, sehr stabiler Spieler, der Schalke weiterhilft. Das Dreier-Mittelfeld, auch Rakitic, genau so ein Kandidat. Ich glaube, Schalke hat einfach nichts in ihm gesehen oder Rakitic hat nicht viel von Schalke gehalten. Zumindest hat er sich da alles andere als gut weiterentwickelt, ist dann eben weitergezogen von Schalke für eine unglaublich geringe Ablösesumme. Ich weiß jetzt nicht, was die genaue Ablösesumme war, aber es müssten so 2,5 Millionen gewesen sein. Für die anderen zum FC Sevilla gegangen ist, von dort zum FC Barcelona und auch hier wieder so eine kranke Entwicklung hingelegt, mittlerweile mit einer 87. Daneben haben wir Leon Goretzka im letzten Sommer ablösefrei zu den Bayern gewechselt und ja, ein Abgang,
der, denke ich mal, allen Schalkern irgendwo wehgetan hat und auch ein bisschen für, ja, ne, für ein bisschen Wut gesorgt hat. Mit Julian Draxler, der ja für 43 Millionen Euro zum VfL Wolfsburg gewechselt ist. Ein Wechsel, den ich auch nicht so ganz nachvollziehen konnte. Die Fußstapfen von De Bruyne waren wohl ein bisschen zu groß und es ging ja auch relativ schnell eben von, ja, Wolfsburg zu Paris Saint-Germain, wo er mittlerweile spielt. Genauso wie Thilo Kehrer, ebenfalls einer, der im letzten Sommer den Verein verlassen hatte, für auch eine sehr, sehr stolze Ablösesumme von 37 Millionen Euro. Tatsächlich kommt Kehrer bei PSG wirklich auf Einsatzzeiten, ne? Auch das hätte ich zumindest in der ersten Saison nicht erwartet, aber er scheint da ja tatsächlich zu überzeugen und Tuchel scheint in ihm was zu sehen und ich bin gespannt, wie er sich über die nächsten Jahre entwickelt wird. Vor 2 Jahren ist ja Kolasinac ebenfalls in die Premier League gewechselt, ablösefrei damals zum FC Arsenal, wo eben auch mittlerweile Mesut Özil spielt. In der Innenverteidigung haben wir dann Benedikt Höwedes, der auch, glaube ich, in dem Sommer verkauft wurde. Vorher war er nur geliehen und jetzt eben auch endgültig nach Russland zu Lokomotiv Moskau verkauft. Daneben haben wir Naldo, auch wie ich finde ein relativ unverständlicher Abgang, der ist ja in der Wintertransferphase in dieser Saison eben zu Monaco gewechselt, war ja bei Schalke, so wie es aussieht, nicht mehr so gern gesehen und hat den Verein eben verlassen, nachdem er letzte Saison noch ein unglaublicher, also mit dem Alter noch so krass zu spielen, wirklich ein richtig krasser Verteidiger, wurde auch glaube ich zum besten Spieler der Bundesliga gewählt und ja, eine halbe Saison später läuft es dann halt so und zu guter Letzt Manuel Neuer im Tor, 2011-12 zu den Bayern gewechselt für eine damals wirklich richtig krasse Ablösesumme von 30 Millionen Euro und zudem muss ich glaube ich relativ wenig sagen, vielleicht der beste Torhüter aller Zeiten und ja, mittlerweile auch immer noch einer der besten Torhüter der Welt mit einer Bewertung von 89, einfach nur unglaublich stark aus der Schalker Jugend und ja, das ist die Startelf, die sieht ja schon mal gar nicht mal so schlecht aus, ist schon ganz schön knackig. Auf der Bank und in der Reserve finden wir dann auch unter anderem die Weltklasse Maximilian Meyer, die darf natürlich nicht fehlen, Max Meyer, daneben noch Joel Matip, der ebenfalls ablösefrei zu Liverpool gewechselt ist, Meyer ablösefrei zu Crystal Palace und dann haben wir noch Rafinha, der ja nach Italien damals gewechselt ist für relativ wenig Geld und dann eben zum FC Bayern gegangen ist, wo er auch wirklich viele Einsätze gemacht hat, das denkt man gar nicht von ihm, aber ich glaube Rafinha hat bei Bayern über 200 Einsätze, was doch ziemlich krass ist dafür, dass das Niveau halt nie wirklich so hoch war und er immer Namen wie ein Philipp Lahm oder jetzt Joshua Kimmich vor sich hat, also das verdient auch auf jeden Fall schon Credits, dass er eben trotz solcher Konkurrenz auf solche Einsatzzeiten letztendlich kommt. Das ist also die Neualter Schalke-Mannschaft, die wir hier in diesem Video zur Verfügung haben. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie sich diese Mannschaft machen wird. Also wir haben ja wirklich eine relativ einfache Champions-League-Gruppe. Ich weiß nicht, ob die Mannschaft so bereit ist, die Bayern zu besiegen, aber das werden wir eben sehen. Ich meine, beim Wolfsburg-Experiment, das findet ihr auch nochmal oben rechts in der Infokarte verlinkt, war ich auch ein bisschen verblüfft, dass wir am Ende die Meisterschaft holen konnten. Also das war schon, ja, ziemlich überraschend und ich denke mal, ist es nichts unmöglich, um genau zu sein. Und ja, deswegen würde ich sagen, gehen wir rein in die Kalendersimulation. Vorab könnt ihr auch sehr, sehr gerne eure Predictions für dieses Experiment in die Kommentare schreiben, wo wir am Ende der Saison mit Schalke 04 landen werden. Und damit würde ich sagen, auf in den Kalender und zum Januar 2019. Im Januar 2019, zur Saisonhälfte angekommen, wollen wir mal schauen, wie es für den FC Schalke 04 in der Tabelle aussieht. Und ja, Erster. Das ist, wie gesagt, also im Karrieremodus ist wohl alles möglich. Eine einzige Niederlage nach 16 Spielen. Wir haben sogar ein Spiel mehr als Werder Bremen, die derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz sind. Die haben 31 Punkte. Wir mit 35 auf dem ersten Platz und die Bayern ohne Manuel Neuer einfach mal auf Platz 10. Das liegt wahrscheinlich an Rafinha, ne? Nicht an Manuel Neuer. Eindeutig liegt es an Rafinha und Leon Goretzka. Das ist klar. Also was anderes kann es ja gar nicht sein. Dortmund auf Platz 15. Das werden die Schalke-Fans auch gerne sehen. Im Pokal sind wir, ja, leider Gottes ausgeschieden. Vielleicht aber auch ganz gut, dass wir uns da ein bisschen mehr auf die Liga konzentrieren müssen. Okay, in Runde 2 kannst du auch mal gegen die Bayern verlieren. Und zu guter Letzt jetzt noch die Champions League. Da geht es für uns ja im Achtelfinale gegen PSG ran. Wir sind zwar Erster geworden, auch wirklich dominant, ohne eine einzige Niederlage. Aber PSG ist in der Gruppe leider Zweiter geworden. Und wir kriegen halt wahrscheinlich das Schwierigste los. Ja, von den allen, ja, von allen zweiten Plätzen ab, was man so bekommen kann. Ja, miese Zeit. Aber vielleicht knacken wir auch, ja, Paris Saint-Germain und Tuchel. Das wäre es jetzt aber auch wirklich. Das wäre wirklich die absolute Überraschung des Todes. Wir schauen uns die Mannschaft an. Da hat sich von den Entwicklungen doch ein bisschen was getan. Auch ein Marc Uth ist in der Bewertung hochgegangen. Genauso wie ein Sané, Draxler und auch Goretzka. Leider Naldo von der Bewertung runtergegangen. Aber gut, was erwartet man auch von einem 35-Jährigen? Wir haben Kehrer mit einer 80er-Bewertung. Überraschenderweise muss ich sagen, spielen doch alle Spieler. Okay, bis auf Marc Uth, der hat auch kein Formzeichen, aber tatsächlich auch Mesut Özil auf dem rechten Flügel, hätte ich ja gar nicht erwartet und auch Kehrer in der Rechtsverteidigung, dass der Assistenztrainer so gnädig ist und die da auch mal einsetzt, weil die ja auch spielen können dort eben, ne? Hier Rechtsverteidiger und Rechtsflügel, scheinbar hat der Assistenztrainer auch irgendwo mal ein bisschen gelernt, wie es aussieht. Topscorer gehen auf das Konto von Leroy Sané mit 17 Scorern, 13 Tore, 4 Vorlagen gefolgt von Mbolo, der auch viele Einsätze bekommt mit 12 Scorern, dahinter haben wir Marc Uth mit 7, Mesut Özil mit 4, wir haben Rakitic mit 3, Goretzka mit 6, Guido Burgstaller immerhin mit 1
Tor und sonst, glaube ich, ja, keine nennenswerte Statistik, wie es aussieht. Das wäre jetzt hier aber auch wirklich der Knüller, wenn wir nicht nur in diesem Experiment mit Schalke plötzlich hier oben wieder mitspielen, sondern tatsächlich auch das allererste Mal mit Schalke die Bundesliga gewinnen. Ne? Deutscher Meister sind sie ja geworden, aber eben nicht die Bundesliga gewonnen. Ne? Da gab es ja auch die Saison 2001, werden sich wahrscheinlich die wenigsten von euch dran erinnern können. Gut, ich war da auch jetzt nicht unbedingt schon 20 Jahre alt oder so. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, sich das Ganze im Nachhinein nochmal anzuschauen. Ich denke mal, viele von euch werden das gemacht haben, ob jetzt Bayern-Fans, Bundesliga interessiert oder Schalke-Fans. Und je nachdem, was ihr für ein Fan seid, habt ihr euch gefreut oder auch nicht gefreut. Ist halt, ne, immer unterschiedlich. Aber das ist ja Schnee von gestern. Ne? Wir wollen das Ganze im heutigen Video schaffen, ne? Schalke das allererste Mal zum Bundesliga-Meister zu machen. Und ja, ich würde mal sagen, es gibt gar nicht mehr so viel zu erzählen. Wir gehen rein in die Kalendersimulation und sehen uns zum Ende der Saison im Juni 2019 wieder. So, das Ende der Saison, Juni 2019, bitte einmal spannende Musikregie, das ist jetzt auf jeden Fall angebracht. Haben wir es geschafft, nachdem Schalke, wie viel, ich weiß nicht, wie viele Minuten es genau waren, ich glaube 4 Minuten, Meister der Herzen 2001, haben wir es jetzt 18 Jahre später mit Schalke, mit Königsblau, tatsächlich geschafft, die Bundesliga zu gewinnen, haben die Rückkehrer es geschafft, Schalke zum Meistertitel zu führen, das schauen wir uns jetzt an. Wir machen es natürlich so spannend wie möglich. Auf dem 18. Platz haben wir Augsburg, die sind wirklich extrem abgestiegen mit gerade mal 11 Punkten. Dann haben wir Nürnberg auf 17, die Fanfreundschaft mit Nürnberg, leider steigen die wieder in die zweite Liga ab. Düsseldorf dann auf der 16, Mainz auf 15, Hannover auf 14, Hoffenheim 13, Freiburg auf der 12, Hertha auf 11, Dortmund hat sich am Ende doch noch auf den 10. Platz gerettet, aber das sehen die Schalker-Fans, denke ich mal, von den Zuschauern auch sehr gerne. Frankfurt auf 9, Bremen auf der 8, Wolfsburg auf 7, Gladbach auf der 6, jetzt wird es interessant. Leverkusen auf der 5, Stuttgart auf 4, sehr, sehr starkes Ergebnis. Leipzig auf 2 und jetzt die Frage, wer ist Zweiter? Es ist der FC Bayern und damit fehlt ein Verein. Ein Verein muss die Meisterschale gewonnen haben, die Bundesliga, und es ist der FC Schalke 04. Wahnsinn, also wirklich, wenn man das Ganze auch mit den letzten Jahren vergleicht, wo ich solche Experimente gemacht habe, war es halt wirklich immer nicht möglich, weil die Bayern im FIFA-Karrieremodus, sei es jetzt eben in FIFA 18 oder 17, immer so dermaßen stark waren, ne, dass man da eben sehr unwahrscheinlich Meister werden konnte. Aber mittlerweile muss man ja auch sagen, die Bayern in FIFA nicht mehr so krass von den Ratings und die sind auf jeden Fall schlagbar, vor allen Dingen, wenn man den eben Manuel Neuer wegnimmt. Also das ist schon wirklich sehr, sehr krass. Das zweite Mal werden wir überraschenderweise Meister mit einer Mannschaft, wo wir die Spieler zurückholen hier für dieses eine Video, für das eine Mal, für das Experiment, tatsächlich eben Meister geworden, auch mit relativ großem Abstand. 7 Punkte am Ende, gerade mal 3 Niederlagen, wirklich eine sehr, sehr starke Saison mit gerade mal 25 Gegentoren und den meisten erzielten Toren. Im Pokal bekanntermaßen in der zweiten Runde ausgeschieden, den hat Bayern im Finale gegen Frankfurt gewonnen und in der Champions League sind wir ja leider Gottes im Achtelfinale ausgeschieden gegen Paris Saint-Germain, die es immerhin noch ins Halbfinale geschafft haben und ja, belastend. Ne? Auch hier wieder sehr stark, nur durch die Auswärtstorregel ist PSG am Ende weitergekommen, also ich denke mal, darauf kann man schon stolz sein, wenn man mit so einer Mannschaft gegen PSG auch fast weiterkommt. Ja, genau diese Mannschaft ist es am Ende, die Schalke zur ersten Bundesliga-Meisterschaft geführt hat. Leroy Sané mit einer 88er Bewertung, wahrscheinlich auch der Main Man in der Saison gewesen. Auf dem rechten Flügel Özil, vorne im Sturm, Uth, die haben sich allesamt von den Ratings tatsächlich sogar verbessert. Goretzka und Draxler auch nochmal jeweils um 1 hoch auf eine 85. Wir haben Kolasinac mit einer 80, Naldo mittlerweile auf eine 81, Kehrer ebenfalls mit einer 81, Özil leider auf eine 84 runtergegangen und ja, auch Mate plus 2, sehr, sehr stark, hat glaube ich auch lange Zeit für Naldo gespielt. Die Weltklasse auch um ein Rating hochgegangen und ja, das ist der Kader, den wir hier zum Ende haben. Managerbewertung bei 68, also da gewinnst du schon zum ersten Mal mit Schalke die Bundesliga, zum allerersten Mal in der Vereinsgeschichte und trotzdem sind die nicht zufrieden. Wahrscheinlich erlassen die mich jetzt auch noch am Ende. So, Schalke-Vorstand-mäßig, ne? Zweiter geworden oder Fünfter geworden oder so. Trotzdem hier, weg. Tschüss. Brauchen dich nicht. Pah, weg. Gut, Leute, das soll es an der Stelle vom heutigen Video gewesen sein. Ich weiß nicht ganz genau, warum es wieder so ist, wie es passiert ist, aber wir haben tatsächlich mal wieder ein kleines Wunder vollbracht, kann man sagen. Mit Schalke also Meister geworden. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich denke mal schon, dass wir den Bayern einfach Manuel Neuer weggenommen haben und wir am Ende halt nur Sven Ulreich haben. Ne? Ist, denke ich mal, doch ein relativ großer Unterschied, was die Ratings angeht, aber gut, das soll uns nicht interessieren. Wir haben einfach nur unsere alten Spieler zurückgeholt und für eine Saison mal wieder kurz hier bei Schalke gehabt und ja, wie man sieht, auf jeden Fall
Mal mit Erfolg die Meisterschaft gewonnen. Und das soll es an der Stelle vom heutigen Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr von solchen Experimenten sehen möchtet, explizit jetzt diese Videos ohne Abgänge, dann schreibt mir sehr, sehr gerne unten in die Kommentare mit Vereinsvorschlägen am besten, die ihr noch in den nächsten Videos sehen möchtet. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich an der Stelle, wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Und ja, wir sehen uns die Tage bei neuen Videos wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.